Seid gegrüßt, liebe Streaming-Junkies. Der Valentinstag steht vor der Tür und passend dazu serviert uns Netflix die abgedrehte romantische Komödie Izzy und Ossi. Und nein, im ersten deutschen Netflix-Originalfilm geht es nicht etwa um den Vergleich zwischen Ossis und Wessis, sondern um die Kluft zwischen Arm und Reich. Genauer gesagt handelt die Geschichte von zwei Teenagern aus komplett unterschiedlichen Welten. Doch was es damit nun allerdings genau auf sich hat, das verraten euch die beiden sympathischen Hauptdarsteller Dennis Mouyen und Lisa Vicari am besten jetzt einfach mal selbst. Was habt ihr gedacht, als ihr die Drehbücher zum ersten Mal gelesen habt? Und was hat euch dann insbesondere an den Rollen gereizt? Wer möchte? Wenn du möchtest. Ich weiß noch ziemlich genau, als ich das Drehbuch gelesen habe, dass ich mich sehr gefreut habe, dass ich so oft lachen musste, als ich es gelesen habe. Weil ich finde, es ist nicht so oft, dass man, gerade wenn man was liest, es auch schon lustig findet. Mhm. Weil meistens funktioniert es dann in der Szene und man sieht es und dann entsteht diese Komik so besonders, aber ich fand es schon beim Lesen so lustig und habe mich einfach gefreut, dass ich so ein Buch zugeschickt bekommen habe. Und und auch diese Idee, einfach diese Welten so aufeinanderprallen zu lassen, fand ich einfach total interessant. Ja bei mir war es eigentlich viel mehr das Boxtraining, okay. Dass ich mich darauf sehr gefreut habe. Also ich wusste, okay, weil ich kannte mich vorher mit Boxen nicht viel aus. Ja, mein Großvater boxt, oder jetzt nicht mehr, er hat seinerzeit, er war ja Hamburger Amateurboxmeister und so kannte ich es ein bisschen, aber nicht wirklich doll. Und von daher war mir klar, sollte ich die Rolle bekommen, würde mir auch so ein Boxtraining bevorstehen und ich würde das Boxen richtig lernen. Und das war dann nochmal mehr Ansporn für mich, wirklich Vollgas zu geben. Ja. Gab es für den Film ein Casting direkt oder wurde die angesprochen? Wollte der Regisseur oder die Produzenten euch direkt haben? Oder? Ja, ganz klassisch Casting. Es gab viele Castings. Ich glaube, bei mir waren es 5 oder 6 Runden sogar. So viele? Ja, es waren viele. Es waren richtig, richtig viele. Ja. Und am Anfang war es einfach nur, gab es noch gar keine richtige Richtung, würde ich mal sagen, was genau jetzt gesucht wird, nach meinem Empfinden. Also ich habe mich natürlich vorbereitet, so gut es geht. Also ein enges T-Shirt angezogen und dann einfach hin zugesehen, dass man da sein Bestes gibt. Und dann hat man so über die nächsten Runden dann die anderen Rollen gesucht und gefunden. Und dann irgendwann stand die Konstellation eigentlich. Ne? Bam. Wie würdet ihr eure Rollen generell charakterisieren und was sind so ihre Ziele im Leben, die unterschiedlicher nicht sein könnten? Ja, also Izzy ist in einem sehr reichen Elternhaus groß geworden, ist Einzelkind. Und hat sich aber nie so richtig zugehörig gefühlt in dieser Welt. Also ist immer ein bisschen rausgefallen, auch schon als Kind, und hat sich eigentlich immer am wohlsten in der Küche gefühlt, bei den Köchen, und hat dazugeguckt und hat einfach diesen Wunsch entwickelt, Köchin zu werden. Und ihren Eltern schmeckt das aber gar nicht. Also die würden am liebsten sehen, dass sie auf eine Elite-Uni geht und eben dieses Erbe weiterträgt und das Geld konserviert. Und aber Izzy ist ein ganz schöner Sturkopf und denkt sich dann wilde Sachen aus, um ihre Eltern von dem Gegenteil zu überzeugen. Ja, Oscar ist so sehr gerade heraus. Er ist sprachlich extrem limitiert. Sollte man meinen. Er ist aber nicht dumm. Er ist meiner Meinung nach sogar sehr intelligent. Vor allem emotional. Ja, das, was es auch selten gibt heutzutage. Aber er ist genau das. Er sagt, was er fühlt. So, bis auf eine Situation, und da macht er sich komplett zum Affen, wie man dann sieht. Aber das ist, was mich an Oscar extrem gereizt hat und sehr fasziniert, dass er das Herz am rechten Fleck hat und das Herz auf der Zunge trägt und dass, wenn ihm etwas passt, sagt er das, und wenn ihm etwas nicht passt, sagt er das auch. Und das mag ich sehr an ihm. Ja. Der Film spricht ja ein hochaktuelles Thema an, also die große Kluft oder die größer werdende Kluft zwischen Arm und Reich in der Gesellschaft. Ja. Mit welchen Klischees in euren Augen betrachtet spielt so der Film ein bisschen? Mit sehr vielen verschiedenen Klischees. Also aber natürlich einmal, dass man, also was fand ich auch sehr interessant war, dass der Film ja auch zeigt, dass Geld nicht unbedingt glücklich macht. Also das sieht man ja gerade an Izzy. Also es gibt ihre Freundin, Camilla, ist super happy mit Geld und mit dem Leben, das sie da hat. Aber es macht halt nicht jeden glücklich. Und Izzy hätte halt lieber sich das Geld selber erarbeitet und zeigt halt auch, dass, glaube ich, viele Menschen, oder das, also glaube ich auch, dass ich so wäre wahrscheinlich, dass man erst das Geld wirklich zu schätzen weiß und damit glücklich sein kann, wenn man was weiß, wie man es sich verdient hat und dass man es sich verdient hat. Und ich glaube, es gibt ja oft dieses Vorurteil, dass
sobald man Geld hat, ist man sorgenfrei und glücklich. Und es ist wichtig, es gibt einem Sicherheit und Freiheit vor allem, aber man merkt auch, wenn man es dann nicht hat, ja, dass es eben auch nicht einfach ist. Voll. Aber es ist keine Lösung auf alle Probleme. Aber das ist ja auch genau das, was Oscar nicht versteht. Mhm. Er checkt einfach nicht, dass wie man Milliardär sein kann und trotzdem unglücklich ist. Bei ihm würden ein paar Tausend helfen, also nur in Anführungszeichen ein paar Tausend helfen, und dann wäre bei ihm schon so vieles mehr möglich. Mhm. Und dann hat er direkt jemanden da, der das in milliardenfacher Ausführung hat und versteht einfach nicht, wie man so undankbar sein kann und dann das nicht zu schätzen weiß. Und dann erst später, je mehr er Easy kennenlernt, ne, vorher ist diese Abneigung da, dann lernt er sie wirklich kennen und versteht, dass ihre Probleme eine andere Tragweite haben. Mhm. Ja, als die von Oscar, und lernt aber trotzdem, dass es trotzdem Probleme sind. So. Mhm. Und lernt sie als Menschen kennen und schätzt sie dann im Endeffekt dafür. Ja. Was würdet ihr sagen, was hat euch am meisten Spaß gemacht bei den Dreharbeiten? Also welche Szene ist euch da ganz besonders in Erinnerung geblieben? Also ich fand mehrere Sachen, aber ich fand eigentlich das erste Date, das wir gedreht haben, weil wir haben das auch viel geprobt und das war wirklich, das haben wir versucht so... Ja, gut voll. Auch zu choreografieren, diese Begrüßung, sowas, das ist jetzt kein Zufall. Und das hat dann wirklich Spaß gemacht, letztendlich dann auch da zu sein und es auch endlich zu drehen. Ja, das war cool. Und ich fand alle Sachen in diesem Burgerladen, fand ich einfach cool, weil ich dann ein bisschen frittieren und Burger braten und Burger belegen konnte. Ja, ist bei mir ähnlich. Die Szene mag ich auch sehr. Die hat großen Spaß gemacht. Und dann die Boxkampf am Ende. Das war, weil ich das mit einem Mega-Team vorher vorbereitet hatte. Wir mega lang trainiert haben, das choreografiert haben, immer und immer und immer und immer wieder. Und als es dann endlich zu den Tagen kam, an denen wir die gedreht hatten, der erste Tag war lustig, der zweite nicht mehr ganz so. Ich konnte mich irgendwann nicht mehr bewegen. aber das war eigentlich für mich, waren das mit die schönsten Momente. Was sind eure Lieblingsserien? Vielleicht auch bezogen auf Netflix selbst? Ja, okay. Ich habe die letzte, die ich wirklich durchgesuchtet habe, war The Fall, heißt die. Da geht es um einen Serienkiller und die Kommissarin, die versucht, ihn zu schnappen, und das wird aus beiden Perspektiven erzählt. Kennen Sie den? Ja. Okay, ja, dann wissen Sie. Nein, aber die, wie Jamie Dornan diesen Serienkiller spielt, ne, das ist Sucht seinesgleichen, definitiv. Ja. Ich gucke gerade gar nicht so viel Serien auf Netflix, aber ich habe jetzt diese neuen Filme geguckt, so Marriage Story zum Beispiel, fand ich einfach großartig. Habe ich aber tatsächlich im Kino gesehen, aber auch The Irishman, also es ist gerade wirklich richtig gut was geboten. Ja, voll. Ja. Ja.